Hallo, meine geliebten Söhne und Töchter. Gott sagt dir heute, dass du fest wie ein Fels bleiben sollst, denn du bist in deiner wahren Essenz unzerstörbar. Der göttliche Funke in dir verbindet dich mit der Essenz des Universums. Ich umarme das Wissen um deine göttliche Natur und lasse dieses Wissen dich befähigen, den Herausforderungen des Lebens mit Stärke und Widerstandsfähigkeit zu begegnen. Gib Amen in den Kommentaren ein, wenn du daran glaubst. Die Geschichte von gestern, die Geheimnisse von morgen liegen jenseits deiner Kontrolle. Der einzige Moment, der wirklich zählt, ist die Gegenwart, das Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Schätze jeden Moment und lebe vollständig in der Gegenwart, denn in diesem heiligen Raum kannst du die Fülle der Gnade und Gegenwart Gottes erfahren. Gott, der Allmächtige hat zuerst einen Garten gepflanzt, ein Symbol für Reinheit und Überfluss, und in diesem Garten hat er das Reinste für die Menschheit bereitgestellt, um zu genießen. Erkenne die Segnungen, die dich jeden Tag umgeben, groß und klein, und sei dankbar für den Reichtum an Lebenserfahrungen. Das Leben selbst, zusammen mit all den Segnungen, die Gott dir gewährt, ist ein Zeugnis seiner Gnade und Liebe. Sei treu und ehrfürchtig gegenüber Gott, denn so stimmst du mit seinem göttlichen Plan überein, den er für dein Leben hat. Frustration entsteht, wenn du dem Weg und den Plänen Gottes widerstehst. Umarme das Wort Gottes und seine Weisheit. Habe Glauben und bleibe fest auf deinem Weg. Umarme jeden Schritt deiner Reise und vertraue darauf, dass die göttliche Führung Gottes dich zu deinem größten Wohl führt. Habe Glauben in seine unerschütterliche Unterstützung und lass Gott ein Fundament des Vertrauens in deinem Leben sein. Vertraue auf seine Gnade so tief, dass du dein Leben tausendmal mehr ihm anvertrauen würdest. Geben sie, Amen, in den Kommentaren ein, wenn sie Gott lieben. Gott wird weder traurig noch überfordert von ihren Zweifeln, Wut, Ängsten, Traurigkeit, Verwirrung oder Fragen. Ganz im Gegenteil, Gott freut sich, wenn Sie suchen. Er ist eine liebevolle und mitfühlende Präsenz, die alles bewältigen kann, was Sie ihm im Gebet bringen. Öffnen Sie Ihr Herz für ihn, gießen Sie Ihre Gedanken und Emotionen aus und finden Sie Trost in seiner unendlichen Verständnis und Liebe. Denken Sie daran, mein Kind, dass Sie alles im Gebet zu Gott bringen können. Egal in welchen Umständen oder in welcher Tiefe ihre Kämpfe sind, er ist immer da, um ihnen zuzuhören, sie zu führen und sie zu trösten. Geben Sie, ich vertraue, ein, wenn Sie Gott vertrauen, mein geliebtes Kind. Gott möchte, dass Sie diese Botschaft der Liebe, Hoffnung und des Glaubens mit allen um Sie herum teilen. Teilen Sie es in Ihren sozialen Netzwerken und mit den Menschen, die Sie lieben. Lassen Sie die Weisheit und die Liebe Gottes ihren Weg erleuchten und sie ihrem göttlichen Lebenszweck näher bringen. Geben Sie, Amen, in den Kommentaren ein, wenn Sie Jesus lieben. Wenn Sie glauben, dass Gott das Beste für Sie hat und wenn Sie an Gottes Pläne für Ihr Leben glauben, geben Sie, ich glaube, in den Kommentaren ein und abonnieren Sie unseren Kanal der Segnungen. Gott liebt sie und er wird in ihrem Leben unendlich mehr tun, als sie ihn gebeten haben. Gott segne sie.